Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, ihr Lieben. Es ist mal wieder soweit. Ich möchte euch Neuzugänge aus dem September vorstellen. Viel Spaß! Ja, also eigentlich habe ich am Anfang des Monats noch gedacht, okay, in diesem Monat wird es kein Neuzugänge-Video geben. Ich will ja eigentlich gar nicht so viele neue Bücher kaufen oder überhaupt bei mir einziehen lassen. Und wenn, dann sind es so wenige, dass ich das im nächsten Monat einfach zusammenfasse quasi. Aber dann kam schon das erste Paket von einem Verlag, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Ich habe mich sehr, sehr, sehr über den Inhalt gefreut und ich habe ihn tatsächlich im Stream geöffnet. Und deswegen kennen vielleicht einige von euch die Bücher schon, die mich erreicht haben. Ja, und jetzt war ich heute, also am Samstag, wo ich das Video jetzt drehe, war ich in der Buchhandlung. Ich war sehr selten da in letzter Zeit. Und jetzt war ich mal wieder da und dachte mir so, okay, komm, kannst du dir auch eigentlich mal wieder ein Buch gönnen. Naja, ist nicht bei einem geblieben, dazu aber gleich mehr. Zuallererst möchte ich euch jetzt die Bücher vorstellen, die mich von dem Drömer Knauer Verlag erreicht haben. Ich habe tatsächlich nicht gewusst, dass das Paket mit diesem Inhalt mich erreichen wird, aber ich habe mich sehr, 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 sehr darüber gefreut und freue mich einfach unheimlich darüber, wie aufmerksam doch der Verlag in der Betreuung der Blogger ist einfach. Und als erstes hat mich dieses Buch erreicht hier, Holly Jennings Arena. Und ich lese euch jetzt vor, worum es geht. Es war nicht das erste Mal, dass ich hier starb und sicher auch nicht das letzte Mal. Trotzdem gab es keinen Ort, an dem ich samstagabends lieber gewesen wäre. Im Jahr 2054 ist das Sterben Alltag, zumindest in Carly Links Job. Sie ist eine virtuelle Gladiatorin, eine der besten der Profiliga, die jedes Wochenende die Massen vor die Bildschirme zieht und Milliarden einspielt. Als Carlys Teamkapitän Nathan plötzlich ums Leben kommt, wird sie sogar zum ersten weiblichen Kapitän der Liga befördert. Mit dem attraktiven, arroganten Rook stellt man ihr jedoch auch einen neuen Kollegen an die Seite, der sie in mehr als einer Hinsicht herausfordert. Als Carly langsam beginnt, immer tiefer in die Spirale einzutauchen, muss sie schnell erkennen, dass jeder Sieg einen Preis hat. Und mit diesem Buch bin ich tatsächlich vorher schon mal in Kontakt gekommen, indem ich die Vorschau des Drömer Knauer Verlags durchgeschaut habe. Und daraufhin habe ich direkt die Leseprobe gelesen. Heißt das erste Kapitel und ich war sofort drin in diesem Buch und ich wollte unbedingt weiterlesen und als es dann hinterher vom Verlag auch noch bei mir zu Hause ankam, habe ich mich sehr, sehr, sehr darüber gefreut. Also ich habe die Hoffnung, dass es einer meiner nächsten Bücher wird, die ich lese, denn die Leseprobe hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Erschienen ist das Buch übrigens jetzt im September erst, also so lange ist es noch gar nicht auf dem Markt. Kennt das vielleicht trotzdem schon jemand von euch? Aber genau, es hat sich noch ein zweites Buch in diesem Paket vom Verlag Drömer Knauer versteckt. Und zwar von Mona Kasten, Cardworth City. Ich finde das Cover so schön. Seht ihr das? Das glänzt, das glänzt wegen meinem Licht, aber mit dem Blau hier und dem Ausgewaschenen finde ich unheimlich schön. Also das ist ein Cover, das mich auf jeden Fall sehr anspricht. Von Mona Kasten habe ich tatsächlich schon einiges gehört. Gelesen habe ich von ihr bisher allerdings noch gar nichts. Deswegen wird das hier mein Debütbuch von dieser Autorin sein. Seit wann verfolgst du mich? Raven spürte, wie Hitze ihren Hals heraufkroch. Seine Züge blieben undurchdringlich. Wir haben deine Aktivitäten seit geraumer Zeit beobachtet. Es gibt kaum Mutanten, die nicht davor zurückscheuen, ihresgleichen zu verraten. Vor 3 Jahren täuschte die junge Raven ihren Tod vor, um der skrupellosen Forschungsorganisation AID zu entkommen. Seitdem ist sie auf der Flucht, denn Raven ist eine Mutantin, die über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügt und AID würde alles tun, um sie wieder in ihre Gewalt zu bringen. Raven lebt seither versteckt in Cardworth City, bis der geheimnisvolle Raid auftaucht und ihr anbietet, sie im Umgang mit ihren Fähigkeiten zu unterrichten. Damit ist die Zeit des Versteckens vorüber und schon bald sieht sich Raven einer Verschwörung gegenüber, die nicht nur das Ende der Mutanten bedeuten, sondern auch die ganze Welt ins Chaos stürzen könnte. Es ist nicht so ganz Dystopie, aber auf jeden Fall ein bisschen Science-Fiction und Zukunft. So ein bisschen, Science-Fiction nicht unbedingt, aber so ein bisschen in die Richtung klingt das tatsächlich. Und
Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf dieses Buch. Es ist auch gerade erst im September jetzt erschienen, also könnten es aber vielleicht schon ein paar Leute von euch kennen. Ansonsten schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr sonst so von Mona Kasten gelesen habt und wie euch das so gefallen hat. Das würde mich auch sehr interessieren. So, das waren auch schon die ersten beiden Bücher, die ich eigentlich mit in den nächsten Monat schmuggeln wollte, die mich ungeplanterweise von dem Verlag erreicht haben. Ja, und jetzt kommen wir zu den Büchern, die ich heute aus der Buchhandlung geschmuggelt habe. die ich mitgenommen habe, obwohl ich es eigentlich gar nicht wollte. Und zwar handelt es sich dabei um zwei Bücher, die den Anfang einer Reihe bilden. Ich glaube, es ist eine Trilogie tatsächlich, bin mir nicht hundertprozentig sicher. Doch, es müsste eine Trilogie sein. Ich bin mir deshalb gerade nicht so sicher, weil die Buchhändlerin mir gesagt hat, dass da im Januar noch ein Band rauskommt. Aber ich glaube, es ist nur das Taschenbuchformat und nicht ein vierter Band. Deshalb bin ich gerade kurz verwirrt. Aber ich glaube, es ist nur eine Trilogie. Und zwar habe ich sie mir jetzt aufgrund von einer Empfehlung gekauft. Einer sehr hartnäckigen, häufigeren Empfehlung tatsächlich. Und zwar ist die Rede von Terry, gelöscht, ist Band 1. Das ist die sogenannte Dystopie-Trilogie. Also ein sehr einfallsreicher Name tatsächlich. Und naja, bleibt auf jeden Fall im Kopf. Auf jeden Fall ist Dystopie, steckt schon mit drinne. Und Dystopie lese ich ja sehr, sehr gerne. Und momentan auch irgendwie gefühlt häufiger. Also irgendwie suche ich da sehr nach. Aber empfohlen worden ist mir dieses Buch jetzt schon halt häufiger. Und ich wollte eigentlich bei meiner letzten, also als ich jetzt das letzte Mal nach Büchern geguckt habe, die ich lesen möchte, war dieses Buch schon auf der engeren Auswahl. Ich hatte es allerdings noch nicht im Regal stehen, deswegen konnte ich es ja schlecht beginnen, auf einem Sonntag vor allem. Und deswegen war ich jetzt halt in der Buchhandlung und dachte mir so, ach komm, kannst du ja mal mitnehmen. Und der zweite Band war auch direkt da, habe ich den auch direkt mitgenommen, weil wenn die tatsächlich so gut ist, wie sie sein soll, dann kann ich den zweiten Band direkt hinterherlesen. Allerdings habe ich dann ein Problem, weil der dritte Band ja erst im Januar als Taschenbuch erscheint und jetzt habe ich diese beiden Bücher als Taschenbuch, also kann ich sie nicht als Hardcover kaufen. Probleme muss man erstmal haben, ne? Aber wir haben ja auch schon September, bald beginnt der Oktober tatsächlich schon, also mal gucken, wie schnell ich da überhaupt hinterherkomme. Momentan lese ich ja nicht so fix. Aber um euch jetzt erstmal zu zeigen, worum es geht, lese ich euch den Klappentext von diesem ersten Band vor. Kylas Gedächtnis wurde gelöscht. Ihre Persönlichkeit ausradiert. Ihre Erinnerungen sind für immer verloren. Kyla wurde geslated. Aber die Stimmen aus der Vergangenheit lassen die 16-Jährige nicht los. Ist sie wirklich für den Bombenanschlag auf unschuldige Kinder verantwortlich? Zählte sie zu einer Gruppe gefährlicher Terroristen? Kyla wird immer wieder von Flashbacks aus ihrem früheren Leben eingeholt. Gemeinsam mit Ben, einem Slater, in den sie sich verliebt, begibt sie sich auf die Suche nach der Wahrheit. Doch wem kann sie überhaupt noch vertrauen? Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und, also Dystopie-Trilogie verrät ja schon, dass es dystopisch ist. Und naja, auf jeden Fall gibt's auch Liebe, ne? Ein bisschen Abwechslung muss ja sein. Und wie kannst du ihnen trauen, wenn sie dir deine Erinnerungen genommen haben? Eine gute Frage. Sie wurde geslated und dann ist da was mit einem Slater. Aber ein Klappentext verrät manchmal schon ein bisschen viel. Auf jeden Fall bin ich sehr, 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 sehr gespannt auf diesen ersten Band. Und ich habe tatsächlich die Erwartung, dass er so gut ist, dass ich den zweiten direkt hinterherlesen kann. Ich finde die Cover auch ganz schön. Da seht ihr mein Ringlicht übrigens. Tschup. Ich finde die Cover tatsächlich sehr schön und Licht geht weg. Mal gucken. Es lässt auf jeden Fall schon ein bisschen was hoffen. Und ich habe immer das Gefühl, ich blende euch, wenn dieses Cover das Licht abkriegt. Tut mir leid. Ja, das waren dann auch schon wieder meine vier Neuzugänge aus dem September. Der Monat ist jetzt fast um, wohlgemerkt. Noch nicht komplett, aber ich rechne nicht mit irgendwelchen weiteren Neuzugängen oder Paketen, die mich noch erreichen. Von daher dürfte ich jetzt tatsächlich keine weiteren Neuzugänge mehr bekommen. Ich kann meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, weil irgendwie kann ich das ja nie, was Neuzugänge in meinem Regal betrifft. Aber ich denke mal, das waren meine Neuzugänge aus dem September. Und im Oktober ist Buchmesse und ich habe tatsächlich in den letzten Jahren nicht so viel auf der Buchmesse gekauft an Büchern. Also zumindest nicht so viel wie vor ein paar Jahren noch. Ich denke mal, das wird sich in diesem Jahr ein kleines bisschen ändern, weil einfach
Naja, also zum einen habe ich tatsächlich momentan mehr Geld übrig, weil ich jetzt ja mein Gehalt bekomme. Das ist aber. Zum anderen bin ich an so vielen anderen neuen Büchern auch vorbeigekommen in der Buchhandlung. Und gerade zwei von Ursula Poznanski, sie hat ja noch ein weiteres mit Arno Strobel geschrieben, das mich sehr interessiert hat. Und auch ihr neues Buch, Aquila, was mich ebenfalls sehr, sehr, sehr interessiert. Und die beiden hätte ich auch fast mitgenommen. Ich konnte mich gerade noch so zurückhalten und dachte dann mir so, okay, die Ursula siehst du ja wahrscheinlich auf der Buchmesse, dann kann ich es mir auch direkt da kaufen und kann dann quasi das eventuell sogar signieren lassen. Andererseits habe ich gerade einen spontanen Gedanken gehabt, der meine Pläne zunichte macht. Und zwar der Gedanke, dass auf der Frankfurter Buchmesse gar keine Bücher verkauft werden. Ups. Okay, also vielleicht kann ich meine Überlegung doch nicht so in die Tat umsetzen, aber naja, alles Weitere erfolgt im Oktober. Ja, damit sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwas zu diesen tollen Büchern sagen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und wie gesagt, im Oktober ist Buchmesse. Ich werde auch auf jeden Fall dahin meine Kamera mitnehmen. Wenn ihr weiter also was davon sehen wollt, dann lasst doch gerne ein kostenloses Abo hier unten da. Oder schaut hier an der Seite vorbei. Vielleicht gibt es ja schon Videos davon. Oder ihr wollt bei den letzten Neuzugängen vorbeischauen, könnt ihr auch hier an der Seite machen. Einfach draufklicken und ich freue mich von euch zu lesen. Bis zum nächsten Video.